Hallo und herzlich willkommen zu einer Video von mir, Bertax, hier in Minecraft. Ich bin hier auf Mineville, auf meinem zweiten Plot, auf dem Melon-City-Bild. Und ich habe mir überlegt, hier auf diesem Plot von 72 mal 72 Blöcken eine Art Gebäudereihe oder Labyrinth oder sowas in der Art zu bauen für Hide and Seek, dass man hierher kommen kann. Ich habe das mitgekriegt, dass man den Server, dass man den Plot so einstellen kann, dass man zum Beispiel Türen öffnen darf, aber vielleicht nichts nehmen darf und nichts kaputt machen darf, so dass man ja auch die Möglichkeit hat, versteckte Räume zu machen und so. Und das wollte ich mal heute beginnen, mir das mal angucken, mir ein paar Überlegungen machen und ja, let's go. Im Großen und Ganzen habe ich mir schon mal bis was gesucht. Ich habe hier schon einiges an Steinen. Denn ich habe auf der Blumenwiese ja am Hafen so eine Treppe noch umgebaut. Und sowas habe ich mir gedacht, könnte man hier als Einstiegspunkt vom Plot auch machen. Dafür brauche ich auf jeden Fall viel Stein. So, mal gucken. Oh, noch mehr Ziegel. Das war nicht schlau. So, zack. Und den dazu. Dann möchte ich dazu die noch machen. Die Frage ist jetzt, mache ich jetzt gleich am Anfang außenrum komplett eine Mauer, dass man von außen nicht direkt reingucken kann, dass man hier praktisch ankommt, geht nach oben und betritt von da aus dann den Bereich. Das war so in etwa so die Idee. Nur die Frage ist jetzt, wie viel Abstand ich vorne lasse. Ich denke mal, so ein bisschen Freiraum wäre nicht schlecht, damit das Ganze auch ein bisschen schick aussieht. Kommst du jetzt hier so rein? Vielleicht macht man noch ein bisschen Blumenzeug haben wir außenrum und dann hat man hier, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier brauche. 1, 2, 3, 4, 5 können wir mal machen. Da setzen wir hier einen hin und da. Dann möchte ich ganz gerne, um die Höhen abzugrenzen, die Steinzäune hier raufsetzen und gehe jetzt praktisch immer einen weiter nach oben. Kann ich mal einen ganzen setzen, den Rest kann ich damit Stufen machen. Kann man sich später auch wieder wegnehmen unten, wo man die nicht braucht. So, jetzt mal wieder nach oben. So. Ein bisschen auflockern kann ich das ja immer noch von der Optik her. Das gucke ich mir dann später an. Jetzt geht es erstmal darum, nach oben zu kommen. Eine grobe Planung im Endeffekt und ich mache es schon wieder verkehrt. Ich wollte eigentlich, wollte ich das nicht so gerade hochgehend haben, sondern ich wollte das Kreise haben. Fällt mir gerade ein, dafür bräuchte ich dann aber nicht die Stufen, sondern ich bräuchte dafür eigentlich die Treppen. Und das mache ich jetzt auch so, weil so habe ich mir vorgenommen. Ich erzähle davon, ich will das über mehrere machen und mache das genau anders. Ha. Nicht so. Dadurch, dass ich die ganze Zeit hier nichts mehr gemacht habe auf dem Server und mir der Server eigentlich sehr gut gefällt, wollte ich jetzt unbedingt mal wieder hier was machen. Deswegen war das jetzt eigentlich eine perfekte Geschichte, um das hier mal zu starten. Habe ich auch schon länger vorgehabt, sowas in der Art zu machen. Habe ich auch auf dem Community-Server mit Freunden schon mal gemacht. Von einem Freund auf den Server gemacht, aber das Ganze hat sich dann irgendwie zerlaufen, weil der Server dann neu war, dann war das nachher weg und dann haben wir das nicht weitergemacht. Leider eigentlich. Aber eigentlich war das ganz cool. So. Nee, so rum nicht. Das ist verkehrt. Zack. Die Frage ist, ist es jetzt so richtig? Oh, ist gerade ganz schwierig, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, sah das da anders aus. Ich weiß, das müsste ich noch einfach nach draußen gehen. Pass mal auf, ich gehe mal kurz auf die Blumenwiese. Auch wenn das Logo jetzt nicht stimmt. Und zwar so wollte ich das haben. 1, 2, 3, es sind 5 insgesamt an Breite. Dahinter die Mauer und dann fange ich mit den Treppen an. Okay. Auch das gewinnen. Die Melone. Später bekommt mein Plot natürlich auch noch einen Alias.
damit die da besser hinkommt. Weil soll ja auch für die anderen Leute, jeder der Bock hat, soll daher dann spielen dürfen. So, machen wir alles weg. Habe ich eine Schaufel mit? Ja, habe ich. Gut. Wo ist die Mitte? Das ist die Mitte. Und ich habe eine ziemlich starke Schaufel. Ich merke ich gerade, okay. Das Schwert bräuchte ich gar nicht, meine Rüstung auch nicht. Die könnt ihr irgendwie auspacken. Aber egal jetzt. So, zack. Mal den noch weg. So. Und so. Da habe ich natürlich davon nicht mehr so viele, aber das hole ich mir gleich nach. Setze ich mal da zwei hin. Genau. Steine habe ich genug. Und mit dem Werkzeug, was ich habe, kann ich mir auch jederzeit neue machen. Das ist gar kein Thema. Das Adrenalin, den wollte ich gar nicht haben. Raus. So, jetzt brauche ich die. Und jetzt habe ich gesehen, dass ich das jetzt hier begonnen habe. Da ist der Zaun eben. Das ist jetzt richtig. So. Oder ich das nicht? War eigentlich, war das so. Ich weiß nicht, wie hoch ich das machen soll. Ich könnte natürlich auch in die Tiefe buddeln. Schön wäre es natürlich, wenn ich jetzt so hoch gehen würde, dass ich einfach ausbauen kann. Also Boden rausnehmen, Steine drauflegen und dann habe ich die komplette Höhe. Dann spare ich mir eine Menge Arbeit. Ja, ist ja gut. Ich wollte den noch lange nicht haben. So. Da. Klappt das sonst auch immer? Da ist gerade der Wurm drin. Was soll das? So. So, und dann machen wir die nächste Ebene immer weiter hoch. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wie hoch braucht man das Ganze. Wenn man ein paar höhere Räume machen will, kann man natürlich oben auch noch weiter hochbauen. Vielleicht mache ich oben auch ein Gebäude hin, wo man dann reingeht und von da aus dann startet. Das, die Option möchte ich mir da freilassen, deswegen geht man erstmal nach oben und hat von da später den Zugang zu dem Bereich dann unterirdisch mit den ganzen Räumen drin. Oder eben vielleicht auch mit oben drin, dass man oben auch Gebäude hat, dass das alles so zusammenhängt. So. Oder hatte ich das anders gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt so war, aber du kannst es eigentlich machen. Ne? Kommt sie an. Da kommt später noch was oben drüber. Kommst praktisch hier vorne an, gehst nach oben und kommst auf die Fläche. Genau. Aber das denkt man, die Höhe reicht noch nicht. Wir brauchen schon ein bisschen höher. 1, 2, 3, 4, 5. Wie heißt das jetzt? 1, 2, 4, 5. Oder 7, oder? Das wird schon ein ganz schön hohes Bauwerk hier. Wenn ihr da guckt, hat man hier so einen riesen Klotz stehen. Das ich persönlich eigentlich nicht so gerne mag, aber für dieses Projekt macht das jetzt halt Sinn. Deswegen vielleicht auch ein bisschen Abstand noch nach außen, dass man ein bisschen Deko machen kann, damit das von außen nicht so potthässlich aussieht. So. Ich höre mir gerade eigentlich, hat mein Chat gar nicht im Blick, ich kann das gar nicht sehen.
Wenn schon einer geschrieben hat, Verzeihung, weil ich das gerade nicht lesen kann. Ich musste mir das gleich mal in den Vordergrund holen, weil ich das so gar nicht gerade mir so eingestellt habe auf meinem zweiten Monitor. Bin hier so vertieft, hatte so Bock jetzt hier anzufangen, dass ich da auch irgendwie gar nicht dran gedacht habe. So, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Stufen. Heißt Stufentreppen. Wohlgemerkt, Treppen. Vielleicht macht man das auch in zwei Ebenen, dass man oberirdisch vielleicht Häuser hat, wo man sie verstecken kann. Und die zweite Spielebene ist dann unterirdisch, wo man dann unten praktisch Räume hat, wo man dann spielen kann. Dass man wie zwei Möglichkeiten hat. Also zwei Truppen können hier gleichzeitig spielen, wäre auch eine Überlegung. Mir macht das mal ganz gerne auch schon Spaß, wenn man sowas macht. Man zählt, man geht in einen bestimmten Raum rein. Vielleicht mache ich das auch mit der Glock, dass der Sucher da reingeht und erst nach der Zeit dann durch die Tür öffnet und er loslaufen kann. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier Redstone nutzen darf für sowas. Vermutlich nicht, weil ich bin mal, ich habe mal mit Redstone versucht und das hat nicht funktioniert. Aber vielleicht kann man da ja irgendwie mal mit den Leuten schnacken, dass sie das hierfür erlauben. Das schaue ich mir mal an, mal sehen, wie das ankommt. Einfach mal gucken. So. Jetzt kommst du hier so hin und gehst nach oben. Okay, zack. Und in der Mitte könnte ich einen Goldblock setzen oder sowas, nicht? Könnte ganz cool aussehen. Ja, mal gucken. Das wäre jetzt hier der Anfang. Mal kurz mal einen Chat nach vorne holen. So, jetzt kann ich den sehen. So macht das Sinn. Okay. Ich kann mal kurz gucken, ob ich noch einen Block habe. Ich habe mit Sicherheit was in der Hand. Keller. Ich habe so viel Gold durch das Voten, dass ich ganze Wände rausmachen könnte, gefühlt. So, und da kommt da jetzt zwischen. So. Wie sieht das aus? Kann man das so machen oder ist jetzt zu wenig? Müsste man jetzt vielleicht hier noch einen hinsetzen? Und da oder ist das jetzt zu viel? Das ist gerade die Frage. Ich glaube, so ist das auf jeden Fall besser. Es wird auch schon der Nacht. Jetzt müsste ich praktisch die Umrandung mit den ganzen Wänden machen. Die Frage ist, mache ich das jetzt alles gemauert? Oder gehe ich einfach über, wirklich normale Steine zu nehmen? Weil das ja doch nicht das Problem ist mit dem Material. Ich habe hier genug Geld, dass ich mir das jederzeit holen könnte. Aber es sieht natürlich auch ein bisschen langweilig aus, ne? Muss ich jetzt einmal komplett rumführen. Es ist jetzt nicht klein, ne? Die Frage ist, reicht die Höhe? Wenn ich jetzt einen Raum habe, eigentlich reicht das locker. Okay. Man geht nach oben und kommt erstmal in den internen Bereich. Jetzt die Frage, wie ich das oben mache, ob ich dann da auch Fußboden Fliesen setze. Könnte zum Beispiel Alternativ nehmen. Und den teilen wir dann auch ein bisschen in der Mitte, damit wir Material sparen. Weil ich denke mal, für die Räume selber würde ich eh nochmal eine extra, nochmal eine Decke einziehen. Aber das ist auf jeden Fall Sinn. Ja, klar, bau das ein zu tief. Ja. Ich werde jetzt hier auch nicht jeden Tag dran arbeiten, immer wenn ich Lust habe. Immer Stück für Stück. Auch alles auch mal offstream, damit ich hier mal immer ein Stück weiterkomme. Ich bin sowieso täglich auf dem Server drauf, um meine Votes zu machen und nach dem Rechten zu gucken.
Freundin vielleicht erzählt, die auch ganz cool, wenn man so ein eigenes Tennisspiel machen kann. Klar, es ist jetzt nicht so ein richtiges Minigame, was das angeht, aber wenn man denn hier hinkommen kann mit ein paar Freunden, auch zu zweit geht ja auch, und dann sagst du jetzt, einer zählt und die anderen fangen an zu suchen, dann macht das schon Spaß. Wieder auflockern kann ich das optisch immer noch. Ich denke mal, das ist immer noch groß genug, wenn ich jetzt vier Felder, also drei Felder weglasse, das sechs Felder weniger pro Seite, mal 72 weniger 6, das ist nicht wirklich viel, was da fehlt. Und dann kann man unten lieber ein bisschen Deko machen noch. Oder vielleicht sogar, wenn die Wand hoch genug ist, aus anderen Steinen irgendwie auch flach hinschreiben. Hier ist ein Spiel praktisch für jedermann, damit der Nachbar, der hier vielleicht nebenbaut, auch versteht, was hier los ist und warum das so ein grauer Klotz ist. Wenn natürlich die Kisten schön verstellt, hätte ich mal nach innen setzen sollen, oder? Aber gut. Denke mal, ich mache die Mauer jetzt erstmal komplett einmal außenrum mit dem Zeug, weil ich mache das mal. Das geht schneller. So. Das geht schneller. Ich habe mir was vorgenommen, ich weiß. Aber ich mache sowas eigentlich auch mal ganz gerne, so große Projekte. Vor allem man hat ja das nicht die alle, man kann ja die Innenräume alle gemütlich gestalten. Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen halt fertig sein. Ne? Zäune frei. Vielleicht macht man ja auch mehrere Seiten, die Treppen nach oben, das muss ich mir noch überlegen, weil wir haben ja theoretisch vier Richtungen als Möglichkeit. Also ihr könnt auf jeder Seite die Treppe machen. Hier ist ja irgendwo nochmal der Übergang nachher. Aber eigentlich habe ich jetzt die Seite genommen, die man automatisch betritt, wenn man das anwählt. Aber für die, die hier nebenan vielleicht was bauen, wäre das natürlich auch sinnvoll, ne? Müssen sie auch so rumlaufen. Das überlege ich mir nochmal. Könnte auch optisch ganz gut aussehen, wenn eine andere Richtung das ist. Kann man mal schauen. Meine Wohltat, nachdem ich die letzten 2 Tage Bonblock gespielt habe, wo man immer nur Blöcke hat, wenn man sie abgebaut hat, also die man dann mal zufällig bekommt und man ewig halt darauf wartet, dass man mal einen Block kriegt, den man auch gerade braucht. Und hier habe ich einfach Material, weil ich in meinem Will schon lange noch dabei bin. Ich die möglichen, also die nötigen Werkzeuge habe, ich ratzfatz auch was abbauen kann durch die guten Werkzeuge. Also mein Will ist jetzt nicht unbedingt der Server, wenn man sich erstmal reingefuchst hat und dabei ist, wo man jetzt unbedingt viel praktisch craften geht und farmen geht. Man bekommt ja eigentlich aber alles, ne? Du hast eine Einkaufshalle, kannst ja einigermaßen gut dein Geld verdienen durch Quests und sowas. Und wenn man erstmal so ein bisschen was alles hat, ist das auch alles gar kein Problem. Dann kaufst du dir eben das, was dir fehlt. Das ist einfach so. Du kannst auch eigene Shops hier machen. Problem ist dabei nur, dass es das schwierig ist, an so einen Shop ranzukommen, weil die natürlich meistens alle belegt sind. Soll aber pro City Build 100 Shops geben. Also laut Beschriftung. Ich habe noch nie geguckt, ob das wirklich 100 sind, weil ich auch keine Lust ja jetzt zu zählen. Dann kommt auf jeden Fall nicht so viel vor. Aber wir glauben dem mal. Und trotzdem, wenn die belegt sind, keiner gibt seinen Shop freiwillig her, weil er eben erstmal am Laufen hat. Ne? Das ist halt einfach so. Wenn die genug Geld verdienen und sich das leisten können, den zu behalten, ist das natürlich auch immer noch schwierig daran zu kommen. So, hier lasse ich jetzt mal offen, damit ich da noch rankomme.
Ich will mir nicht alles verbauen. Wie gesagt, die Wand sieht jetzt noch sehr schlicht aus. Man kann da später noch glatten Stein reinmachen. Oder Allgemeinstein, Diluit, geschliffen Diluit. Korallen sehen auch ganz cool aus in den grauen Wänden. Auch das kann man machen. Oder ein paar Nischen einbauen, damit das alles nicht so glatt und schier ist. Das kann man aber alles nachher noch machen. Jetzt geht es erstmal darum, dass ich das einmal umranden möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür überhaupt genug Steine habe. So, ich lese erstmal jetzt alle. Um das alles auf die Höhe zu bringen, weil ich brauche dann ja nochmal drei Stück, um oben die Kante zu kriegen. Und wie ich sehe, habe ich gar nicht mehr so viel Stein. Ich habe noch sehr viel Diluit. So. Und die Schlusssteine wollte ich eventuell auch noch irgendwo einbauen. Muss ich mal gucken. So. Und so viel Zeit habe ich heute jetzt auch nicht, weil ich auch irgendwann zu Bett muss, weil ich morgens arbeiten muss natürlich. Ich baue mal kurz die Treppe nach oben. Zack. Aber ich wollte hier schon mal angefangen haben. Kann ich mir Gedanken machen. Ich zeichne mir sowas auch ganz gerne mal in Excel voll. Das, weil du dann die Kästchenform hast, machst du die Wände hin. Ein Kästchen ist praktisch ein Block. Und dann kann man jetzt ziemlich genau alles vorbauen. Und sich Gedanken machen. Ich habe sowas auch schon öfter schon mal für mich gedanklich vorgebaut und auch in Excel schon mal was vorbereitet. Aber im Endeffekt war das alles viel zu klein, waren dann nur schmale Gänge, aber keine richtigen Räume. Und wenn ich jetzt wirklich auch Verstecke einbauen will und ein bisschen Deko haben möchte mit Innenrichtung, dann sollte das schon richtige Räume sein, damit das Ganze auch ein bisschen cool aussieht. So. Oder kommt man das nur so vor, dass es schneller ist? Es wirkt schneller, ne? Und man verdient, wenn ihr sehen könnt, bei meinem Bargeld, beim Setzen der Steine auch noch ein bisschen Geld. Also hier verdient man eigentlich ziemlich gut sein Geld. Wenn man das alles auch, wenn man die Quests aktiviert, wenn man, ich habe noch viele schon durch, aber wenn ihr viele Quests noch oder ganz neu anfangt, stellt man dann meinen, also wenn ihr losgeht, einen Stein abzubauen, also das baut, nimmt euch den Bergbauer als Job und dann verdient ihr damit gleichzeitig noch immer noch Geld. Also internes Spielgeld. Und mit dem könnt ihr euch dann in den Shops was kaufen. So. So ein paar andere Sachen noch geplant für die Zukunft. Mal gucken, wie ich das alles umgesetzt kriege. Ich würde zum Beispiel ganz gerne Streams oder Videos machen, wo ich vielleicht jede Woche irgendwie ein City-Build vorstelle. Alle möglichen verschiedenen City-Builds. Ich kenne so einige. Bin jetzt auf nicht jeden irgendwie stark aktiv, aber ich würde dann praktisch mit einem zweiten Account draufgehen und da komplett blank neu anfangen und dann mir alles genau angucken, wie man denn da am besten startet und wie das dann losgeht und für Hindernisse habe ich auch noch am Plan, wie ich das am besten mache, weil ich wollte ganz gerne schon so ein faires Punktesystem haben. Weil im Endeffekt, die meisten Server haben ja alle ihren Reiz und ihren Stand. Und mal ist das eine halt besser und mal ist das andere halt schlechter. Das ist halt normal. Hier zum Beispiel den Server, ich finde ihn mega cool, man kann es sehr gut bauen. Ja, als Manko wäre für mich zum Beispiel, dass man irgendwie auf dem eigenen Plot Hunger leidet und da mal was machen muss. Andererseits macht es natürlich auch wieder ein bisschen einen Spielabfluss praktisch, weil du was machen musst, damit du nicht stirbst. Finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Riesenmanko, das ist immer so eine Ansichtssache. Aber wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie, was ich auch ganz gerne hätte, wenn man eigene Shops auf dem Plot haben dürfte, weil
ich da ein bisschen verwöhnt bin von meinem ersten City-Bild, die ich hier gemacht habe, wirklich gemacht habe. Da hatte man halt die Möglichkeit, Shops auf einen Plot zu setzen. Hier geht es halt nur in der Einkaufsmeile, was natürlich auch okay ist. Aber man kommt halt irgendwie nicht ran. Man hat irgendwie keine Chance, da ranzukommen. Ich weiß, dass was mein Sohnemann mit seinen Cousins schon länger einen Job machen wollte. Aber die kommen einfach nicht ran. Es wird nichts frei. Das Geld hätten sie, aber es wird nichts frei. Keine Chance. Und das ist ein bisschen schade. Hat so ein bisschen so den Charakter von eingeschworener Gemeinschaft, die schon immer hier waren. Sind sicherlich auch viele hier, die schon seit Jahren da sind. Was ja auch okay, völlig okay ist. Ne? Also, um Gottes Willen, ich will das nicht schlecht reden. Es zeigt aber auch, dass der Server auch irgendwo beliebt ist, ne? Und kein schlechter ist. Und dann würde ich noch mal was anderes noch machen. Mal gucken, wann ich das mache oder ob ich das hintereinander oder vielleicht sogar zweimal der Woche sowas mache. Also abwechselnd von den Ideen her, da wollte ich ganz gerne mir irgendwelche Fotos schnappen und dann einfach mal diese Gebäude nachbauen. Mal gucken, ob ich das hinkriege, nach so einer Fotovorlage in Minecraft in Kreativmodus dann natürlich, damit ich die Materialien haben kann, das machen zu können. So, jetzt habe ich keine Steine mehr. Man sieht aber, es ist eine Riesenfläche und wenn ich jetzt hier irgendwelche Räume abstecken würde, zum Beispiel jetzt von hier bis da drüben oder wie auch immer, da hätte ich schon richtig große Räume, die ich auch schön bestücken kann. Und dann kann man es auch vielleicht auch mal in so einen schmalen Gang reinmachen mit der Geheimtür drin. Man kann vieles machen. Und das ist das, wo ich halt Bock drauf habe. Mal gucken. Habe ich bei mir am Plot noch Steine? Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die habe ich alle schon jetzt geholt. Ich habe hier schon alles rausgeholt. Kohle habe ich da noch? Nee. Ich habe hier schon reichlich verballert. Ich kann auch viel Eiche benutzen, ich habe genug da. Aber ich habe jetzt keinen Stein mehr davon. Okay. Dann uns mal anplündern. Hoffen, dass wir nicht gleich wieder auf irgendwelche bösen Viecher treffen hier. Ja, toll, das fängt ja gut an. Genau das habe ich befürchtet. Sowas hasse ich. Ich hasse sowas wie die Pest. Ich kann das nicht leiden. Geh hoch da. Tschüss, Spinne. Genau das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nach unten buddeln. Aber so. Gut, dass ich eine Rüstung hatte. Ja, ist so gut. So, zack. Gleich rein ins Abenteuer. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, weil der Farmville vermeiden will. Man hat so oft das Problem, man kommt raus und dann sind da gleich so viele Viecher, die einen angreifen. Und dann ist das Ganze dann auch schwierig gestellt. Man kriegt da auch schnell Abzüge und außen habe ich das Gefühl, dass das ganz schön leckt hier gerade. Ja, toll. No, das wollte ich auch nicht. Boah, das leckt hier gerade heute. Ja, toll. Da habe ich auch Fackeln mit. Ich will in die Tiefe gehen und doch zwei Fackeln. Wow. Das ist ja spitzenmäßig, Herr Dox. So. Das ist die Behutsamkeit. Wie ihr sehen könnt, wenn man das richtige Werkzeug hat, dann braucht man nicht lange, um Material zu sammeln. Noch mehr. Noch eine Fackel. Es liegt gerade extrem. Nicht schön. Also. Auf Plot war das nicht so schlimm. Und so viele Leute sind auch gar nicht online. Also finde ich ein bisschen schade. Nur ein bisschen aufpassen, so schnell baue, dass mein Werkzeug nicht so schnell kaputt geht, weil das möchte ich mir
natürlich nicht jedes Mal wieder neu machen. Habe ich jetzt schon gesammelt. Drei Stacks. Das ist schon nicht schlecht. Ja, den Boost brauche ich auch gar nicht, oder? Hat doch Break Boost. Das, ach, deswegen geht das noch schneller. Wollte gerade sagen, das ist der Break Boost. Und schnell ausnutzen, 30 Sekunden. Ich habe schon mal ein Event, da war das irgendwie mehrere Tage lang durchgehend, dieser Boost, das war schon heavy, das war schon, hat Spaß gemacht. So. Den Gerät nehmen wir auch mit. Platz im Inventar, ja, nicht mehr viel. Das ist das Problem, wenn man zu gute Werkzeuge hat und dann so Boost hat, dann ist man einfach zu schnell. Das habe ich auch schon gemerkt, wenn du was zu viel baust und abbauen willst, bist einfach ratzfatz dran vorbei, was du eigentlich bauen wolltest. H2. Machst du das jetzt? Oder muss ich erst nach Hause? Ah ne, ich muss ja erst in die Farmwelt. Anderer Server, mir wieder von der Gewohnheit her. So. Ich hoffe, der Stream hat nicht auch so stark geleckt, dass das da einigermaßen ging. So, da hinten. Und dann machen wir uns mal schnell wieder ein paar Ziegel fertig hier. Und dann gehen wir ja mal rum. Wie weit bin ich dann gekommen? Da, okay. Mal sehen, ob wir das noch fertig kriegen jetzt heute. Da muss ich mal überlegen, also muss ich auch mit der Steinschicht machen. Oder ob ich denn den Boden reinmache und dann von unten eine Holzdecke zum Beispiel. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die Räume gestalten möchte, in welchen Farben. Ob ich die auch alle in Grau mache oder ob ich die auch mal ein bisschen gemischt mache. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Ich weiß nur, dass ich das hier bauen will. Auch gut machen könnte, was habe ich jetzt auch auf anderen Servern und Projekten jetzt schon ganz oft gemacht. Ich habe, habe ich auch früher schon gesehen, dass Leute das gemacht haben, habe ich dann Holzzäune genommen, habe dann Blätter drumherum platziert, als wenn da irgendwas an der Wand festgemacht ist und da dann die Blätter die Ranken hochwachsen. Das sieht auch sehr cool aus. Könnte man von außen als Deko auch schön machen. Und immer ein paar Blümchen hin, mal einen Stein hin. Mal schauen. Spannend, ob ich das, ob ich dafür genug Material habe oder ich nochmal los muss. Was
Was mich auch mal irritiert, wenn ich jetzt auf dem zweiten Bildschirm jetzt meinen Stream laufen habe, dann ruckelt der ohne Ende. Also gefühlt, dass er irgendwie vor allem zeitlich total hinterherhängt. Ich rede was und viel, viel später kommt es erst da an, was vermutlich völlig normal ist und wahrscheinlich auch, dass das so angezeigt für mich normal ist. Ich hoffe nur, dass das bei euch dann vernünftig aussieht. Wäre blöd, wenn das bei euch hakeln und ruckeln würde und der Ton auch noch dazu hakeln würde. Ich sehe immer nur das Endprodukt, wenn ich das dann mir als ganzes Video noch mal kurz angucke. Im Übrigen auch meine Streams, wenn ich die hier ein paar Tage online hatte, weil die ja immer verschwinden nach 7 Tagen, werden die automatisch gelöscht. Ich packe die immer auf meinen YouTube-Kanal drauf. Gleicher Name, Betax74. Könnt ihr immer auch mal da gucken. Liegt unter Livestreams oder eben auch zum Projekt. Das hier wird jetzt auch unter meinem Werder liegen, damit man das dann auch wiederfinden kann. Glaube, das wird nicht ganz reichen. Schade. Aber es fehlt echt nicht mehr viel, ne? Wirklich nicht mehr viel. Hätte das nicht reichen können? Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 Stück noch, okay. Mal los. Das Doof ist, man kommt nicht da wieder hin, wo er voll war. So, einmal heil machen. Habe ich mein Schwert mit? Ja, habe ich. Ah, ich habe auch einen Totem mit sich gerade. Ist man nicht ganz so gefährdet, wenn man da mal stirbt, dann hat man noch mal die Möglichkeit. Hätten hier das schön gebaut. Okay. Schaufel habe ich. Habe halt die Möglichkeit, da noch mal hinzuzukehren, sozusagen. Seine Sachen praktisch zu sichern, wenn man nicht gleich futsch ist. Ich auch gerne Höhlen. Hoffe, dass sie kein Monster spawnen gleich. Und die Nacht, und man darf nicht in ein Loch einfallen, weil da vorne eine Höhle unter ist. Und hier ist dann wohl Lava, okay. Also auch da muss man sehr vorsichtig sein. Wie viel habe ich jetzt? Reicht das schon wieder, oder? Erstmal schauen, wenn es reicht. Muss ich jetzt nicht noch mehr davon machen. Geht jetzt nur darum, dass ich jetzt die Wand heute fertig kriege. Und dann kann ich ja dann weiter gucken, wie ich das hier weitermache. So. Also ich muss mal zur Werkbank. So, das reicht auf jeden Fall. So, ich denke mal, kommt außenrum auch noch eine Steinmauer herum drum, dass man nicht runterfallen kann, wenn man oben rumläuft. Aber das schaue ich mir dann später an, wenn das soweit ist. Unten habe ich mir noch ein Loch gelassen. Ich komme jetzt auch noch rein. Ich kann da noch Räume platzieren. Ich glaube, die werde ich auch zuerst machen. Dann kann man oben drauf noch Gebäude bauen. Ja, dann kann man oben spielen und unten spielen. Darum geht das im Endeffekt. Wenn dann mein Raum abstieg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder mal 9. Und dann macht man die Räume dann da übergehend oder macht einen Flur dazwischen, das muss ich dann mal gucken. So ein Flur ist natürlich auch interessant, dann muss man jeden Raum einzeln besuchen. Nur mal als Beispiel. Ne? Kommt irgendwo von oben eine Treppe runter zum Beispiel. Wenn hier irgendwo ein Haus steht, gehst du in den Keller runter, dann kommst du hier an. Oder man macht eben direkt Eingänge, dass man sagt einmal, hier ist oben, vielleicht mache ich hier oben einmal so einen Zaun lang aus Stein, dass du oben ankommst, dann steht da drin,
worum es sich hier handelt, wie man das zu spielen hat sozusagen. Und dann gibt es eine Treppe nach unten, um in den unteren Bereich zu kommen. Und es gibt den oberen Häuserbereich, wo man dann oben sich verstecken kann. Unten sind es Räume. Ich denke mal, ist noch groß genug. Da kann man auch mit vielen Leuten das gerne mal spielen. Und dann baut man sich da halt eben Verstecke ein. Ich glaube, das ist so toll, ist das alles zu zeigen hier, aber obwohl im Endeffekt weiß sowieso jeder jedes Versteck. Ist halt auch normal. So. Wieder alles ganz grob, ne? Man kann das immer noch anpassen. Interessant ist natürlich auch, wenn man die Räume vielleicht nicht so ganz symmetrisch macht, weil jetzt kann man natürlich hier schlecht ein Versteck einbauen, weil man das ja hier jetzt gleich sehen würde, wenn hier eine Erinnerung drin ist. Wenn alle Räume eckig sind und ich mache jetzt hier auch immer in der Ecke sowas hin, wüsste jeder, da könnte was versteckt sein. Das ist halt, wo man dann ein bisschen gucken muss. Und wer meine Shorts kennt, der weiß, dass ich schon ein bisschen Erfahrung habe mit Hide and Seek, dass das so Sachen sind, die für mich jetzt nichts Neues sind. Jetzt einfach nur ein Beispiel. Man könnte jetzt von zwei Richtungen da reingehen, kommt dann auch Tür rein. Und dann kann man hier irgendwo Möbelstücke machen, in den Möbeln sich verstecken. All sowas, was ich halt in meinen Videos schon gemacht habe, kann ich dann hier praktisch auch mit einbeziehen. Genau. Jetzt die Frage, macht man jetzt den nächsten Raum daneben? Ich könnte jetzt hier den nächsten Raum machen. Kann noch ein bisschen kleiner sein. Den nächsten wieder so verwinkelt machen, damit das alles nicht zu gleich aussieht. So. Oder man könnte auch hier hinten jetzt irgendwie sagen, hier kommt man jetzt in den Hinterraum noch mal rein, damit das auch ein bisschen verwirrender ist. Damit das alles nicht so gleich ist. Vielleicht lässt man ein bisschen Vorraum, dass man hier auch ein bisschen Deko reinbringen kann. Dass man auch mal eine schöne Ecke hat, wo man dann mal eine Bank hinstellt oder so. Genau. Also, ich habe sowas schon mal angefangen als Spiel, dass man eigentlich die Idee hatte ich da, dass man in der Mitte einen Sammelpunkt hat. Das heißt, du hast vier Ecken, wo man anfängt. Da springen die Leute in so eine Grube rein, laufen bis zur Mitte durch, müssen die zuerst in der Mitte sein, der hat gewonnen. Und dann kriegt man irgendwie ein Geschenk aus der Truhe oder sowas. Das könnte man auch nochmal irgendwie bauen. Also es gibt da ganz viele tolle Sachen, die man machen kann. Gibt zwar auch tolle Minigame-Server, das ist auch klar. Kann man ja auch gerne nutzen. Mache ich ja auch gerne. Spiele ich auch sehr oft. Aber ich finde es nochmal cool, so irgendwie mal so selber kreativ zu werden. Man sagt so, jetzt mache ich mal was Eigenes. Schon sagte, wenn die Räume alle immer gleich sind, hat man nicht so viele Möglichkeiten, Verstecke zu bauen. Das muss alles mal auch mal ein bisschen komisch aufgebaut sein. Man hat ja auch mal einen Schornstein im Haus drin, vielleicht. Mal als Beispiel zu sehen, könnte man jetzt einen Eingang schaffen, da kann man da drin stehen. Man muss natürlich auch wieder rauskommen können. Also wichtig ist, dass wenn man was baut, dass man auch wieder rauskommen kann. Oder man muss die Räume so geschickt aufbauen, dass man jetzt zum Beispiel, du weißt ja jetzt nicht, die Räume siehst du jetzt hier. Und wenn du jetzt hier drüben langläufst, siehst du ja nicht, wie die Räume da drin sind. Also es kann ja immer irgendwo etwas sein. Und ich könnte jetzt theoretisch hier auch jetzt eine zweite Wand lang ziehen. Das wird dir von hier gar nicht auffallen. Ja. So in etwa. Würdest du von hier reinschlüpfen? Und könntest hier vielleicht in den nächsten Raum rein und würdest ein ganzes Stück abkürzen und dann such die mal. Also stellt das mir schon sehr witzig vor, wenn sich eine Zeit stellt, du musst bis dahin dann die Leute gefunden haben. Natürlich muss man ja auch fair sein, dass man dann zum Sammelpunkt zurückgeht, wenn man dann gefunden worden ist. Aber sowas in etwa, so habe ich mir das gedacht. Mal gucken, wie viel hier, drei breit, macht auch Sinn, das nicht zu klein zu machen. So, da ist der
dann die Geschichte, wo ich noch nach draußen komme. Also eine kleine Kammer da hinsetzen. Nee, das macht weniger Sinn. So. Jetzt habe ich das dann nicht mehr drei bereit. So. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann ja mal von oben gucken. Das siehst du ja später nicht, wenn man von oben dann rauf geht, dann siehst du hier oben eigentlich Häuser stehen. Und du siehst eine Treppe, die nach unten geht, um da hinzukommen. Die Treppe wollte ich da oder auf die Seite packen. Das muss ich mir dann nochmal angucken. Aber so könnte man sich das vorstellen. Dann hast du hier alles komplett voller Räume. Mit Geheimtüren drinne, mit Verstecken drinne und dann geht das Suchen los. Kannst du da auch nur mit Fackeln erleuchtet oder vielleicht macht man auch nur den Glasblock von oben rein, dass man runter gucken kann. Das muss ich mir auch mal überlegen und angucken. Genau. Machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Nochmal eine Tür reinsetzen. 1, 2, 3, da. Habt ihr sowas schon mal gebaut? Würde mich mal interessieren, ob andere Leute sowas hier auch schon mal ausgedacht haben. Ob sowas vielleicht auf dem Server hier schon gibt, wovon ich nichts weiß. Weil ich meine, es sind ja 4 City Builds mit riesengroßen Plots. Der Server ist auch schon ein bisschen länger online. Da haben auch schon viele, viele Leute was gebaut. Da kann es so einiges geben, wovon ich keine Ahnung habe. So. Ich habe jetzt einfach gar keine feste Vorlage, einfach auch keinen richtigen Plan. Ich baue einfach für eure Schnauze erstmal die Räume so, wie ich mir das vorstellen könnte. Geht auch gar nicht darum, das jetzt ultra hübsch zu machen. Ich werde auf jeden Fall reichlich Steine brauchen. Also wenn ich das alles mit Steinen machen möchte hier, dann werde ich da reichlich Material für brauchen. Das ist aber so. Ich könnte auch mal so einen richtig großen Raum reinmachen. Eine Kammer nebenan. So, zack. Ich meine, das wirkt jetzt groß und letztendlich ist das total klein. Das kenne ich auch. Das ist irgendwie ganz oft so. Hier so lang laufen und dann kommen hier hinten noch Räume hin. Ich habe so reichlich vor mir. So. Und weil ich jetzt hier gerade kein Material mehr habe, ich erstmal wieder losgehen müsste, das zu holen und ich mir auch Gedanken machen muss, wo ich denn hier nach unten gehe, wie das aussehen soll, denke ich mal, werde ich jetzt hier den Stream auch beenden. Das war jetzt ein sehr kurzer Stream, aber ich wollte gerne mal wieder online sein. Und mal wieder ein bisschen Lebenszeichen zeigen von mir, weil ich da letzten Teil nicht so zu gekommen bin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffe ich doch. Und ja, dann bis dann. Ciao, ciao, euer Betax.